Jo Mollen, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Random Part meinerseits. Im heutigen Random Part geht es um vergangene Gamescom und meine persönlichen Highlights. Viel Neues wurde bei der diesjährigen Gamescom nicht gezeigt, zumindest nichts, was mich wirklich interessiert hat. Wie ich in einem meiner letzten MW3 Commentaries bereits erwähnt habe, bin ich wirklich gespannt, wie gut der diesjährige Call of Duty Teil wird. Während der Gamescom hatten einige YouTuber die Gelegenheit gehabt, live auf der Gamescom ein paar Gameplays zu erspielen und diese anschließend auf ihrem Channel zu veröffentlichen. Das Gameplay, was ich in diesen Videos gesehen habe, sah wirklich gut aus und bestärkt endgültig meine Erwartungen, die ich im Vorfeld hatte. World War II wird höchstwahrscheinlich ein ziemlich gutes Call of Duty, zumindest spricht bis jetzt fast alles dafür. Oldschool-Feeling, gutes Gunplay, interessante Point-Streak und ein nicht ganz so ausgelutschtes Setting sorgen für eine gute und vor allem solide Basis. In den letzten Tagen wurde auch ein kurzer Trailer veröffentlicht, welcher die sogenannten Headquarters besser erklärt. Im Endeffekt ist das eine gigantische Lobby, in der sich die Spieler frei bewegen können und beispielsweise Waffen sowie auch Point-Streaks testen und gegeneinander antreten können. Ob und wann es sogenannte Waffenvariationen geben wird und inwiefern diese das Spiel beeinflussen werden, steht allerdings noch in den Sternen. Der direkte Konkurrent zu Call of Duty ist Star Wars Battlefront 2. EA hat anscheinend dieses Jahr alles richtig gemacht, um die Fans zu befriedigen. Man wird Helden und Schurken aus allen drei Star Wars Generationen spielen können. Das Besondere hierbei ist, dass dies nicht nur auf Landgefechte beschränkt ist. EA hat aus ihren Fehlern gelernt und gibt den Spielern nun den lang ersehnten Weltraumschlachtenmodus, der im Original von 2005 bereits ein Hit war. Im Trailer sieht man anfangs die aktuelle und somit dritte Generation des Star Wars Universums. Man sieht den neuen TIE Fighter von Kylo Ren, der auch in Star Wars Episode 8 The Last Jedi zu sehen sein wird, bevor die Szene zur zweiten Generation wechselt, welche zwischen Teil 4 und 6 spielt. Am Ende des Trailers sehen wir die erste Generation, welche zwischen Episode 1 und 3 spielt. Es bleibt doch offen, ob Star Wars Charaktere wie Ahsoka Tano, die man aus Clone Wars und Rebels kennt, und Snoke einen Auftritt in diesem Spiel haben werden. Allerdings kann man im Trailer eine sehr bekannte weibliche Stimme hören, die ich und viele andere Fans Ahsoka zuordnen würden. Da EA mit Battlefront 2 mehrere Jahre die Spieler bei Laune halten möchte, ist es fast schon wahrscheinlich, dass beispielsweise Snoke seinen Auftritt finden wird. Als Assassin's Creed Origins auf der E3 gezeigt wurde, war mir klar, dass dieses Assassin's Creed endlich wieder frischen Wind in das Franchise bringen könnte. Ein komplett neues, noch nie dagewesenes Setting erleichtert hierbei den Einstieg in das alte Ägypten und soll somit den allerersten Kampf zwischen den Assassinen und Templern dem Spieler näher bringen. Das Gameplay, was bereits bei der E3 gezeigt wurde, bestätigt meines Erachtens, dass in Origin leichte Rollenspielelemente implementiert sind und somit wirklich dem Spieler Neuerungen vorgesetzt werden, was nach all den Jahren auch mal bitter nötig würde. Für viele war klar, dass das nächste Assassin's Creed im alten Ägypten spielen muss, da man in Assassin's Creed Revelations einige Anspielungen seitens Ezios gehört hatte. Inwiefern das Ganze miteinander verankert ist und wie gut der neue Teil wird, wird nur die Zeit zeigen. Neben den ganzen Blockbustern auf der Gamescom gab es auch ein paar Überraschungen, mit denen ich so nicht gerechnet habe. Die erste Überraschung war die Ankündigung von Age of Empires 4. Auf der E3 wurde nur ein Age of Empires 1 Remastered angekündigt, was die Fans der Reihe herb enttäuschte, aber auch Spielraum für die Theoretiker freigab, die vorausgesagt haben, dass ein Age of Empires 4 noch dieses Jahr vorgestellt werden könnte. Im gleichen Atemzug wurde bestätigt, dass Age of Empires 1 bis 3 remastered werden und genauso wie der vierte Teil exklusiv im Windows Store käuflich erwerbbar sein werden, da ein Steam Release leider nicht geplant ist. Laut dem Entwickler ist das Spiel schon seit ein paar Jahren in Entwicklung und wird ungefähr im Jahre 1890 plus spielen. Was würdet ihr machen, wenn ihr in der Lage wärt, einen gigantischen Park voller Dinos zu bauen? Ich für meinen Teil würde hoffen, dass die Viecher nicht ausbrechen und die Besucher töten. Im Sommer 2018 wird Jurassic World Evolutions spielbar sein und der Spieler wird in der Lage sein, einen Dinosaurierpark zu bauen, wie wir es aus der ikonischen Filmreihe Jurassic Park kennen. Jurassic World war ja jetzt nicht so der Brüller. Auch CD Projekt Red war auf der Quentscom, aka Gamescom, zahlreich vertreten. Das Kartenspiel Quantum Witcher Card Game wird noch dieses Jahr die erste Singleplayer-Kampagne erhalten, in der der Spieler die Geschichte von Meef spielen darf. Wer mehr darüber wissen möchte, kann gerne jetzt auf die Infokarte klicken, denn da kommt ihr zu meinem Video, in dem ich alle Infos zusammengetragen habe.
Die größte Überraschung war meiner Meinung nach die Ankündigung von Anno 1800. Die Entwickler der Anno-Reihe haben eingesehen, dass Anno 2205 ein gigantischer Reinfall war und nicht wirklich viel mit der bisherigen Anno-Reihe zu tun hatte. Anno 1800 wird während der industriellen Revolution spielen und soll von allen Anno-Teilen die besten Elemente zusammenführen. Was bedeutet, dass durchaus die guten Dinge aus Anno 2205 mit wahrscheinlich allen Elementen aus Anno 1404, welches das bisher beste Anno ist, gemixt werden. Den Entwicklern ist es ziemlich wichtig, mit der Community zusammenarbeiten, um so ein Fiasko wie 2205 zu vermeiden. Darum haben sie eine Plattform gegründet, wo man sich anmelden kann und dann auch höchstwahrscheinlich beidseit bei der Entwicklung etwas helfen kann, indem man eben die Ideen als gut oder schlecht abstempelt und gegebenenfalls auch schon früher an Gameplay kommt. Die bisherige Alpha-Footage lässt mein Herz wirklich aufgehen. Und ich hoffe, dass ich endlich wieder ein gutes Anno spielen kann. Anno 1800 wird im Winter 2018 käuflich erwerbbar sein und hoffentlich auch auf Steam spielbar sein. Natürlich hat die Gamescom 2017 noch viel mehr geboten. Neben Angela Merkel, die Minecraft und den Landwirtschaftssimulator gespielt hat, gab es auch große Titel wie Far Cry 5, Battlefield 1 in the Name of the Tsar, Mittelerde, Schatten des Krieges, Destiny 2, Total War Warhammer 2 und Elex, um nur mal ein paar zu nennen. Allerdings haben mich diese kaum bis gar nicht interessiert, wenn ich ehrlich bin. Was waren eure Highlights der diesjährigen Gamescom und was sagt ihr zu meinen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder so und so hin. Servus, haut rein, bis nächstes Mal hoffentlich.